Ist heute nicht mein Glückstag. Jetzt bin ich mit meinem Fuß gegen das Tischbein gegen. Und es hat erstmal eiskalt die Boxen runtergekracht. Jetzt habe ich kurz angehalten und musste die schönen Boxen aufheben gehen. So, hier, hoppi hoppi, arbeiten gehen. So, ich komm dir mal da drüben gucken. Aua, ich hab mein Knie gebrochen. So, zeige ich mal her, wie viel Weizen haben wir denn? Wie viel Weizen haben wir denn? Hallo, Weizen. Also, warte, Alter, warum die alte... Kein Weizen hier? Was? Haben wir Geld dabei? Ja. Warum können wir denen ihr Geld nicht bezahlen? Ich brauche 5. Es ist 10, nehme ich mal jetzt ganz spontan an, dass das Silver Coins sind. So, wenn ich jetzt auf Information klicke und dann auf... Nö, ich dachte, das liegt da dran. Alter, was hast denn? Oder Alter? Oder... Ich glaube, das ist mal ein männliches Wesen. Warum arbeitest du nicht? Ah. Okay. Ein Bug. Ist ja in diesem Spiel, in diesem Mod was ganz Neues. Sag mal, musste man schon immer hier selber das Weizen abbauen? Irgendwie kann ich mich daran erinnern, dass sie das mal selber gemacht haben. Wow, zum Glück kann man über einen Block rüber sprinten. Gut, das zu wissen. Es ist mir ein Dings aufgefallen, dass man über einen Block rüber sprinten kann. Okay, das klappt aber nicht immer. In Let's Infect. Ja, das ist mir in Let's Infect aufgefallen. Nein, ich gucke von Mr. Gangcraft das Let's Infect, weil ich selber den Mod spiele. Zombieland. Deswegen habe ich gerade gesagt, Let's Infect, das ist mir beim Zombieland Mod, den ich ja selber auch spiele, wie gerade erwähnt. Warum arbeitest du jetzt nicht? Was hast du? Ich bin verwirrt. Na egal. Puh, stelle ich hier jetzt selber das Feld. Puh. Da ist mir aufgefallen, ich habe da ganz viele Felder hintereinander unterirdisch angelegt. Ja, und da ist mir eben so aufgefallen, als ich da mal rüber sprintete, weil mich ein Zombie verfolgt hatte. Und ich nicht direkt geglaubt habe, dass ich die... Wieder im Backen. Dass ich das überlebe, habe ich es doch eiskalt überlebt. Und zwar habe ich es geschafft, über diesen einen Block rüber zu sprinten. Ich war verwundert, aber hab mir einen halben Arsch aufgerissen vor Freude, dass sie mit ihrem Herz noch überlebt hat. Um dann als Kerl zu sterben, als ich wieder rausgegangen bin aus meinem Haus. Nein, nur ein Scherz. Ich bin natürlich nicht gestorben. Ach, wo ich gerade bei dem Thema von... Oh moin. M ist übrigens mein Lieblingswort. Weil ich gerade bei dem Thema bin von Zombieland Mod. Ich wollte gerade wieder letzte Fact sagen. Wo ich gerade beim Thema bin von Zombieland Mod. Die Ruinen, die es da gibt. Jetzt hab ich's wieder.
Da gibt es ja diese Ruinen, die ja da in dem Update da dazugekommen sind. Genau dieselben Ruinen hat Mr. Atomic Stalker, heißt der, glaube ich. Ist auch ein Modder. Genau dieselben Ruinen gibt es in seinem Ruinen-Mod. Also man hätte die ganze Zeit die Ruinen schon haben können. Die gibt es einfach nur in dem Ruinen-Mod. Man hätte sich einfach nur den Ruinen-Mod downloaden müssen. Also von Atomic Stalker. Den einfügen müssen. Und schon wäre es so, als hätte man das gehabt. Deswegen bin ich am Anfang nicht klargekommen. Denn ich hatte mir den Mod von Atomic Stalker geholt mit den Ruinen. Weil es mir bei Zombieland an Ruinen gefehlt hat. Enough, eh? Jo, genau. Zweimal so. Und da dachte ich mir, packst du den Mod rein. So, und dann wurde geupdatet, dann stand da, ja, Ruinen sind drinne. Das ist das Geilste, was du hier gesehen hast. Dachte ich, oh, geil, Ruinen sind drinne. Ja, dann klatsche ich das rein, nimm den Ruinen-Mod von Atomic Stalker raus. Ja, ich suche nach Ruinen, ich suche und suche und suche. Ich suche mich da bekloppt, ich habe 3 Stunden gesucht, ich bin in unerforschte Gebiete gegangen, das hast du noch nicht gesehen. Und dann fällt mir auf, ey, das generiert genau dieselben Ruinen. Ha, genau. Also erstmal bin ich mir natürlich verarscht vorgekommen, aber... Naja, All-Inclusive-Mod, ne? So. Sieht doch schon mal ganz geilomatico aus. Alter, was rennt die da schon wieder rum? Mann. So, sieht ganz crazy crust verrückt aus. Jetzt müssten wir nur noch einen Weg da auch bauen und da habe ich am wenigsten Bock. Ach, das Haus. Ach, das hat schon wieder, ist halb fertig. Das heißt, Johnny braucht wieder irgendwelche Baumaterialien. Oder? Hallo? Brauchst du Baumaterialien? Johns, Timothy? Lied ein Bett, na klar. Also wenn du ein Bett brauchst, du Bettvorleger. Was brauchst du denn? Ich glaube, der braucht Glas, oder? Ach Mist, ich wollte gerade E drücken und dann too many items anschmeißen. Naja. Brot, hallo? Uhrzeit? Gut. Uhrzeit ist kurz vor Sonne geht unter. Aber das schaffen wir noch ein bisschen Sand abzubauen, würde ich sagen. Oder? Natürlich schaffen wir das. Tschuonimau. So, komm her, Sand. Sand. So, komm her. Oh, ich hab Ducken jetzt auf STRG, oder? Ach nee, das ist jetzt wieder hier. Boah, hier muss ich erstmal klarkommen. Ich hatte nämlich Ducken auf STRG, weil ich schon wieder in einer Mod gezockt hab. Ja, ich zock 30 Mods am Tag. Ja, nee, das muss man nicht verstehen. Also, Innenmod, den zocke ich nur online. Das ist Hack and Slash. Und offline zocke ich. Jo, moin. Und offline zocke ich immer Millionär. So, jetzt ist das erstmal geklärt. Ja, ist ja ganz super. Jo, Alter, was willst du in meinem Haus? Und du erst recht, du Penner. Such dir ein eigenes Haus, du Typ. Jennifer E. Meiler. Hallo. Oh ja, die Alte schlägt sich erstmal die Tür vor der Nase zu. Blond ist blöd. Nee, bitte nicht ernst nehmen. Ist übrigens mein Lieblingswort. So, mal schnell das Ganze. Gedöns hier. Wieder 10. Also wenn wir jetzt immer 10 kriegen, ist unser Leben gerettet. Dass ich mir immer das Knie breche.
Nee, diesmal war es, glaube ich, der Steißknochen. Gravel, den nehme ich erstmal mit. Den lasse ich mal mitgehen. Haha. So. Dann könnten wir hier noch so einen Weg bauen, der dann dahin führt. Cool wäre, wenn die Straße noch nutzen würden. Oder baue ich erstmal hier hoch? Oh. Na, wenigstens kriegen wir das Land. Ich versuch's mal. Boah, das wird nachher so scheiße aussehen. Ja, ganz toll. Boah, das wird nachher so aussehen, versteht er? Wie mache ich das? So, dann kannst du hier hochgehen. Von da aus gehst du hier hoch. Dann gehst du hier hoch. Und hier hoch. Dann hier. Dann hier. Dann machst du das weg. Dann gehst du hier hoch. Ey, das sieht gar nicht mal so kacke aus, wie ich dachte. Das sieht sogar recht geil aus. So, jetzt haben wir so viel Dreck. Jetzt können wir das hier mal. So, dass das wenigstens mal ein bisschen geiler aussieht, ne? Ja, ich weiß, ich mache das jetzt so, dass es dann wieder scheiße aussieht. Ist mein innigster Plan gerade. Ne, komm, das muss nur mal runter. So. Gucke ich mal, wie sieht denn das aus? Ja, ja, wenn das grün ist, sieht das ganz geil aus. Ist übrigens mein Lieblingsfarbe. So, ja. Aha, Keller. Ach, Mist. So. So. Get to build it again? Ja, ja, klau mir meinen Grasblock, du Scheißstück. Scheiße. Puh. Jetzt wird sie ihr Mann fröhlich erzählen, dass sie den Dreckblock mit nach Hause genommen hat. Warum ist denn die Bude eigentlich nur... Ach, genau. Ist die Bude eigentlich nur halb fertig? Ha. Wir müssen denen auch gar kein Glas bringen, zum Glück, ne? Naja, wenigstens hat er jetzt genug Glas. Was war das denn jetzt schon wieder? Meine Güte, die Dinger sollen unter der Erde bleiben und nicht hier andauernd ihre Geräusche.